Anfang war ein Foto in einer Hagener Stadtzeitung. Die Ausstrahlung dieser jungen Band begeisterte die CBS in Frankfurt. Und die nahm die Stripes kurzerhand unter Vertrag. Das war Ende 1979. Zwei Singles erschienen. Dann im Sommer 1980 das Debütalbum. Neue Welle aus dritter Hand, überschrieb der Musikexpress wenig schmeichelhaft ein Feature über die Newcomer, die so gerne eine New Wave Band sein wollten. Aber Gabi Meierding, die Redakteurin, erkannte in der Leadsängerin Nena bereits das, was zwei Jahre später die Massen begeistern sollte. Nena ist ein unbefangener Teenager mit einer reizvoll ungeschliffenen Stimme. Mit ihrem frischen, noch ziemlich unverdorbenen Auftreten gewinnt sie sofort beim Publikum. Statt cool professioneller Anmache bringt sie noch verspielte Koketterie auf die Bühne. Nach zwei weiteren Singles und zahlreichen Konzerten kam dann das Aus für die Stripes, wegen Erfolgslosigkeit. Nena und ihr Freund, der Drummer Rolf Brendel, unterschrieben im Herbst einen Solovertrag mit der CBS und gingen nach Berlin. Und die Nena, die kannte den Carlo noch aus Altenremlers Zeiten, der hat in meinen Hagen gewohnt und so, ne? Und ich kannte ihn auch noch, dann haben wir den Carlo in Berlin angerufen und Carlo fand das ganz toll, also er wollte schon immer was mit uns machen, ja. Hat sich dann gleich mit dem Uwe in Verbindung gesetzt, dem Keyboarder, der Uwe, der kannte wiederum den Jürgen, den Bassisten, ne? Und so ist dann die Nena-Band entstanden, ne? Als Produzenten gewannen die Nenas die Spliff-Musiker Reinhold Heil und Manne Preker. Der Berliner Fotograf und Konzepter Jim Rakete, der bereits Nina Hagen und die Spliff-Radio-Show ins rechte Licht der Öffentlichkeit gerückt hatte, nahm sich als Aufbauhelfer der jungen Popband an. Das Team stand. Als erste Single wurde Nur geträumt produziert und im Mai 1982 veröffentlicht. Die 45er lag jedoch wie Blei in den Regalen. Bis Radio Bremen die Newcomer in den Musikladen einlud. Ich hab heute nichts verträumt, denn ich hab nur von dir geträumt. Wir haben uns lang nicht mehr gesehen. Ich werd mal zu dir rübergehen. Alles, was ich an dir mag, Mann, so wie ich es sag. Ich bin total verwirrt. Ich werd verrückt, wenn Zeit passiert. Der 21. August 1982 wurde zum historischen Datum für die Nena-Band. Nur geträumt wurde vergoldet. Der Anfang einer überwältigenden Karriere. Das erste Album, schlicht Nena getauft, kam im Januar 1983 auf den Markt und nahm den Kritikern, die Nenas Single-Erfolg als Eintagsfliege deklariert hatten, den Wind aus den Segeln. Club-Gigs, ein erster Kinofilm und eine groß angelegte Deutschland-Tournee im März des Jahres ließen die Wogen der Begeisterung über Deutschlands neue Stars überschwappen. Resultat dieser Liebe auf den zweiten Blick? Die zweite Single, 99 Luftballons, sowie das Debütalbum enterten jeweils Platz 1 der Single- bzw. LP-Charts am 28. März. Spätestens in diesem Moment wurde auch das europäische Ausland hellhörig. Fast alle Länder der alten Welt veröffentlichten die Luftballons, nebst zugehöriger LP. Und fast überall entwickelte sich die Musik der Berliner zum absoluten Renner. Der erfolgreichste deutsche Pop-Act, auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen, war geboren. Auch jenseits des großen Teiches in den USA entdeckte der amerikanische Kult-DJ Rodney Bingenheimer die 99 Luftballons und spielte in seinen Sendungen die deutsche Version des Popsongs
der sich dann vom regionalen Insider-Tipp in Kalifornien bald in ganz Amerika dank des bundesweiten Videokanals MTV und der offiziellen USA-Veröffentlichung der Single im Herbst 1983 in die Herzen der Fans spielte. Während die Amerikaner im Mutterland des Rock'n'Roll Nenas zweite Single gerade entdeckten, arbeitete die Band abgeschieden in der Ruhe eines österreichischen Dörfchens am Wolfgangsee bereits am zweiten Album. Fragezeichen. Die Langspielplatte erschien schließlich Ende Januar 1984. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die 99 Luftballons von der Gunst der amerikanischen Käufer bis auf Platz 22 der Billboard-Charts emportragen lassen. Im Februar 1984 erreichte 99 Luftballons die Nummer 1 der englischen Charts und konnte den Spitzenplatz 3 Wochen verteidigen. Der amerikanische Billboard notierte am 3. März die Single auf Platz 2 der Hot 100. Die Kollegen von Cashbox führten die Single eine Woche später gar auf Platz 1. Längst hatten auch die Japaner Nena entdeckt. Im April setzten sich die 99 Luftballons auch im Land der aufgehenden Sonne an die Spitze der Hitparade. Nach der überaus erfolgreichen Deutschland-Tournee von Mitte März bis Mitte April schlossen sich aufgrund der Auslandserfolge zahlreiche Auftritte im europäischen Ausland an. Im Oktober schließlich feierten die Nenas regelrechte Konzerttriumphe im fernen Japan. 5, 4, 3, 2, 1, los! Der weltweite Erfolg war perfekt. Nena ging in Europa in den Ländern Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Holland, Schweiz, England und natürlich in Deutschland auf Platz 1. Platz 1 sogar in den Vereinigten Staaten und Kanada. Platz 1 auch in Australien und in Japan. Insgesamt wurde die Single 3 Millionen Mal verkauft und die dazugehörige LP 1 Million Mal. Der Band wurden 8 Platin-LPs, 5 Gold-LPs und 6 Gold-Singles verliehen. Die immensen Auslandserfolge der Band schlugen sich auch im Konzept der dritten Nena-LP Feuer und Flamme nieder. Musikalisch erwachsener geworden war man, was den Standard der Kompositionen, der Instrumentierung, der Arrangements und der Studiotechnologie betrifft, von vornherein auf Internationalität und damit auf Konkurrenzfähigkeit aus. Das Album, im Sommer 1985 in die Läden gekommen, erreichte zwar wiederum mühelos Goldstatus in Deutschland. Aber
Das durchgestylte Hightech-Konzept zahlte sich für die Band, wie auch die Tournee im Herbst zeigte, nicht aus. Das junge Publikum konnte den Wandel der Band nicht nachvollziehen. Die Älteren standen auf Grönemeyer, Lage & Company und maßen die Glaubwürdigkeit eines Acts an dessen Schweißabsonderung. Und international war schwer mitzuhalten mit Madonna, Prince und Konsorten. Der Stern schien am Verblassen. Die Nenas gingen, diesmal unbeachtet von den Medien, in Klausur, schrieben neue Songs und trafen wichtige und schwere Entscheidungen. So trennte man sich in bestem Einvernehmen von Jim Rakete, dessen kreative Zelle-Fabrik längst zum Verwaltungsapparat des Unternehmens Nena geworden war und den einstmaligen Macher in die ungeliebte Funktion des Managers manövriert hatte, der kaum noch Zeit für seine anderen Künstler hatte. In Bobby Sommer fand Nena ihren neuen Mann. Und schließlich wurde Eisbrecher, die vierte LP des Quintetts, im Spätsommer 1986 in den Lark Studios bei Mailand in Italien produziert. Auf dieser Platte stellen die Nenas die Komposition, den Song, wieder in den Mittelpunkt des Geschehens. Stimme und Rhythmus stehen vorne an. Keine kunstvollen Arrangements, keine Überproduktion nehmen diesmal den Blick für das Wesentliche. Mit Eisbrecher und der wunderschönen, ausgekoppelten Ballade Mondsong tritt die Band den Beweis an, dass sie letztlich über die Jahre nichts von ihrem Charme und ihrer Frische eingebüßt hat. Sie kamen vom Himmel geschossen, diese Menschen von der Erde. Sie sahen fast so aus wie wir, nur sprachen sie anders als die Leute hier. Deshalb konntet ihr uns auch gar nicht sehen. Wir wollten euch auch nicht schockieren, doch wir hoffen auf ein Wiedersehen. Hier bei uns auf dem Mond steht ein Auto und die Schlüssel stecken auch noch drin. Sie kamen einfach so vorbei, dann wieder weg und keiner. Kommt doch noch mal vorbei und holt euer altes Auto ab. Wir hätten euch viel zu erzählen, dass man dies und das noch besser macht. Von hier oben sieht's ziemlich schlimm aus, was ihr so treibt und das nicht übrig bleibt. Lauf der Sonne entgegen, viel Glück und verliert keine Zeit. Hier bei uns auf dem Mond steht ein Auto und die Schlüssel stecken auch noch drin. Sie kommen einfach so vorbei, dann wieder weg und keiner wusste wo. Stecken